Eine weitere Übungsaufgabe zur Thermochemie. Wir wollen Benzoesäure, C6H5COH, verbrennen zu Kohlendioxid in flüssigem Wasser. Und was wir erhalten, ist eine Reaktionswärme von 3224 Gramm pro Formelumsatz. Daraus sollen wir die molare Bildungsenthalpie von Benzoesäure ermitteln und außerdem die spezifische Verbrennungsenthalpie berechnen. Verbrennungsreaktionen laufen sehr gut ab, laufen auch spontan und vollständig ab und lassen sich auch sehr gut experimentell verfolgen. Insofern sind sie prädestiniert für kalorimetrische Messungen. Was hingegen nicht gut abläuft, sehr häufig sind die Bildungsreaktionen von Stoffen, gerade von organischen Stoffen. Sehr häufig laufen diese Reaktionen überhaupt nicht ab. Wir wollen zunächst einmal die gegebenen und gesuchten Größen in einem Enthalpiediagramm skizzieren. Das sind die Edukte, Benzoesäure, Sauerstoff, liegen irgendwo im Negativen wahrscheinlich eines Enthalpiediagrammes. Das sind die Produkte, Kohlendioxid und Wasser. Und irgendwo haben wir das Nullniveau, nämlich die Elemente bei Standardbedingungen. Gegeben und auch gut messbar ist dieser grüne Pfeil. Das ist die Reaktionsenthalpie, Delta RH, die Standardreaktionsenthalpie für die Verbrennung von Benzoesäure. Hier haben wir die Elemente. 7 mal Kohlenstoff und zwar als Graphit, 8,5 mal Sauerstoff und zwar als zweiatomiges Gas und 3 mal Wasserstoff auch als zweiatomiges Gas. Nicht zu verwechseln sind die Elemente mit den Atomen. Die Atome haben eine sehr, sehr große Enthalpie und werden also ganz oben im Diagramm einzuzeichnen. Der hier gelbe Pfeil ist die gefragte Größe. Das ist nämlich die Bildungsenthalpie von den Edukten. Und weil wir nur ein Edukt haben, was eine Verbindung ist, ist es die Bildungsenthalpie von der Benzoesäure. Dieser Pfeil ist nicht direkt messbar, denn wir können Kohlenstoff und Sauerstoff und Wasserstoff nicht zusammenmischen und hoffen, dass Benzoesäure entsteht. Dieser rote Pfeil, das repräsentiert die Bildungsenthalpie der Produkte. Die Wärme, die frei wird, wenn die Produkte aus den Elementen entstehen. Dieser Pfeil ist zum einen sehr schön messbar. Aus Kohlenstoff können wir Kohlendioxid machen, aus Wasserstoff können wir Wasser machen. Und außerdem sind diese Daten sehr gut tabelliert. Einmal mehr nutzen wir den Satz von Hess. Wir suchen den gelben Pfeil. Wir haben den grünen Pfeil gemessen. Den roten Pfeil nehmen wir aus Tabellenwerten und addieren dann alles vektoriell. Der hier zusätzlich gezeichnete Pfeil, das ist die Atomisierungsenergie der Elemente, der wird hier also nicht verwendet. Wir wollen die Enthalpie der Edukte haben, oder des Eduktes haben, müssen den roten Pfeil nehmen und den grünen Pfeil davon vektoriell abziehen. Der grüne Pfeil, das ist die Verbrennungsenthalpie, die molare Standardverbrennungsenthalpie von Benzoesäure, die gegeben ist. Der rote Pfeil, das ist die Bildungsenthalpie der Produkte, 7 mal Kohlendioxid, 3 mal Wasser, können wir aus Tabellenwerten entnehmen. Die Reaktionsenthalpie minus 3224 Kilojoule pro Mol. Die Verbrennungsenthalpie, die Reaktionsenthalpie minus 3224 Kilojoule pro Mol. Die Bildungsenthalpie der Produkte 7 mal 393, 3 mal 285, alles beides negativ. Man kommt zum Wert von minus 3613. Das ist die Länge des roten Pfeiles. Negativ heißt, der Pfeil geht nach unten.
Und vektorielle Addition ergibt eine Standardbildungsenthalpie für die Benzoesäure von minus 390. Benzoesäure bildet sich nicht freiwillig aus den Elementen, aber wenn sie es täte, dann würden 390 Kilojoule pro Mol frei werden. Als kleine Zusatzaufgabe sollen wir noch die spezifische Verbrennungsenthalpie ermitteln, den sogenannten Heizwert. Wir haben die molare Verbrennungsenthalpie, wir brauchen die Molmasse von Benzoesäure 122. Wir dividieren die entsprechenden Größen und erhalten eine spezifische Verbrennungsenthalpie von 26.400 Kilojoule pro Kilogramm oder in der alten Einheit Kilokalorie ausgedrückt 6.310 Kilokalorie pro Kilogramm. Das ist der obere Heizwert von Benzoesäure, der Wert der Wärme, die frei wird, wenn wir bei konstantem Druck zu flüssigem Wasser verbrennen. Wir können diesen Wert vergleichen mit den Heizwerten von anderen Energieträgern, zum Beispiel biologische Energieträger wie Saccharose oder technische Energieträger wie Octan.